ich brauche halt auch so lange dahin. All diese Dinge brauchen, das sind so weite Strecken. Und ich irgendwie, meine Echsen sind auch nicht die schnellsten. Hab ich doch gerade erst platt gemacht. Die sind wie die Kakerlaken, diese Dunkel-Elfen. Ja, die kommen die ganze Zeit wieder aus dem Boden. Das ist insane. Ja. Ist richtig schäbig. Die Hochelfen machen mir auch ein bisschen Sorgen von der Stärkeverteilung. Ja, ja. Die sind auch richtig stark einfach. Kann sein, dass die unser nächstes Problem werden. Die wuseln da auch schon recht viel rum. Naggarith ist ziemlich erstarkt in letzter Zeit. Ja. Wahrscheinlich natürlich, weil wir seinen Konkurrenten geschwächt haben. Ne? Der ist so ein bisschen gerade der lachende Dritte, werden wir uns mit den Dunkelelfen rumprügeln. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte mäßig. Ja. Jap, jap. So, das wirkt sehr stark danach. Malekith ballert mich auf meine Schritte so ein bisschen weg. Ja, dir geht's ähnlich. Genau, aber die sind auch relativ irrelevant. Der soll sich da ruhig irgendwie austoben dran. Ich nehme mir da mal oben seine letzte Machtbasis weg. Okay, die hat er jetzt niedergerissen. Das kann er auch gerne mal machen. Er macht halt aber... Oh, sie kommt raus, tatsächlich, Morat, wie bei dir. Ich finde das ein bisschen schäbig, wie sich hier quasi die Helden, die wir eigentlich gerne spielen, so konstant gegen uns wenden, ne? Ich muss mich mit Malekith rumschlagen, meiner ersten Liebe in diesem Spiel. Und ich mit Morati, meiner ersten Liebe in diesem Spiel. Genau, richtig. Es ist absolut dreist. Gut, dann versuchen wir das mal. Geil, die Reiter sind, die fliegenden Reiter sind auch weg. Ich nehme jetzt hier hoffentlich diesen Schwertdruck mal. Ich muss nur aufpassen, dass mein Dude da vorne nicht, der geht nämlich gerade in Rage. Oh, Morati ballert mir ihre Magie gut in die Fresse. Aber so haben wir es hier von drei Seiten. Das müsste doch echt? Die ballert bei dir parallel drauf, oder was? Ja, die hat mir gerade so einen Zauber reingeholt. Ah, mein Commander flieht gerade. Das ist nicht so gut. Morati ist leider ziemlich gut darin, Helden rauszunehmen. Das hat sie vorher bei mir auch gemacht. Da hat sie so einen Magier einfach attackiert. Oh, jetzt sind meine Truppen. Also der sollte sich nochmal fangen. Na, eigentlich brauchen wir nur Morati hier raus. Das ist eigentlich unser Hauptunfall, den wir hier gerade haben. Oh, wir haben sie genau getroffen. Holy shit. Geil, das war ein guter Schuss. Jap, jap. Fast so gut wie mein Feuerball letztes Mal. Yo. Dass wir das jetzt auch gewinnen, habe ich nicht gedacht. Holy shit. Ich auch nicht. Voll gut. Ja, ich habe irgendwie unterschätzt, wie stark die Einheiten von mir auch sind. Sonst wäre ich gar nicht vorhin geflohen, aber... Ja, Respekt. Hashtag Pia loben. Mega gut. Ich freue mich einfach sehr... Dass ich mit meinem, also komm, ich habe halt nie die Mainstream-Spiele gespielt. Ich war halt immer mehr so, ich mache Strategie und Politik und andere solche Dinge. Und ich freue mich einfach mega, dass ich es mit meinem Nischen-Content mit Strategiespielen in die Top 10 geschafft habe. Als einzige Strategiespielerin, das ist halt, bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich werde sehr viel Warhammer dieses Jahr spielen. Ich glaube auch. Und ich ebenso. Und wie sich das trifft, denn dann können wir beide zusammen sehr viel Warhammer 3 dieses Jahr spielen. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Also ich habe da echt Bock drauf, wenn du da auch Lust drauf hast, vielleicht voll. Auch vielleicht zu dritt oder zu viert oder sowas, ja, einfach so durchaus. Einen festen Spielabend oder so zu haben, wo man dann einfach über einen Monat hinweg immer an dem Tag am Abend 4 Stunden Warhammer spielt und so eine Kampagne einfach stückweise erforscht. So. Und ich glaube, das wäre... Und dann, wenn wir es zu viert machen, dann... Squad-Stream zu viert und dann hast du drei krasse Fraktionen, die du dir gleichzeitig... Oh, boah, ich hätte da echt Bock drauf. Ich mag, wie du denkst. Ja. Wen hast du denn so im Auge? Was sind denn Leute, die da noch cool wären für Platz 3 und 4 in dieser noblen Runde? Also, ich habe auf jeden Fall zwei Noobies, die ich an das Spiel ranführen muss dieses Jahr. Aber ich glaube, für so eine noble Runde, also ich weiß jetzt, dass Holler und Beatrice auf jeden Fall beide das Spiel unbedingt ausprobieren wollen. Mhm. Aber sonst für diese noble Runde hätte ich als erstes an Steinwallen gedacht. Oh, ja. Weil ich glaube, dass das echt ganz gut reinpassen würde. Und sonst weiß ich gar nicht, wer noch so im Warhammer-Modus drinnen ist. Ich glaube, Johnny spielt noch. Der hat mir gegenüber gesagt, er würde gerne mal... Das wäre ja auch eine extrem geile... Gruppe. Richtig, richtig. Er steht da so weit hinten. Ja, mir das gefällt. Aber der Commander von denen baut gerade richtig Scheiße.
Ey, das Stegadon, Alter, ist das geil. ich gebe zu, dass das war jetzt gerade so ein echter Dino-Moment. Wie das hier einfach, ohne überhaupt zu verlangsamen, durchgepflügt ist. Und so eine ganze Truppe in die, also einfach in der Luft zerrissen hat. Und ich habe hier so rumgeeilt, oh, da kommt ja echt eine starke Truppe vom Feind. Einfach das Stegadon reinwerfen, alles wird platt gemacht. Geil. Ja, so mag ich das. Ich habe momentan so oft so dieses Gefühl, ich stehe morgens auf und alles ist grau und so. Und mein erstes Bauchgefühl ist so, boah, es ist so grau. Und mein zweites Gefühl ist so, I don't care. Mein ganzer Arbeitstag heute wird geil, egal wie scheiße das Wetter ist. Und es ist so schön. Was für ein cooles Gefühl. Ja, insane. Und momentan bin ich einfach, puh. Ja, gegen die bin ich schon trainiert, Shadow. Gegen die, ich trainiere ja. Das ist ja auch einfach geil bei dir. Ist ja auch, man sieht es ja allein schon von außen, dass das einfach alles cool ist irgendwie, oder? Ja, aber jetzt fängst du auch noch zu streamen an und du wirst dieses Gefühl, es ist einfach großartig. Also, ich hoff, dass wir mehr Maurice-Streams dieses Jahr haben werden und dass du noch mehr Fuß fasst auf Twitch auf jeden Fall. Ich sag mal so, es ist durchaus so ein wenig angedacht, dass man da vielleicht, wir sind ja alle schlaue Leute hier und wenn sowas so explodiert, bislang ja auch noch weitgehend ohne viel Aufwand, dann gibt es ja einige schlaue Köpfe, die sagen, ja, da könnte man da doch irgendwie jetzt hier die Welle reiten vielleicht. Auf jeden Fall. Und ich bin tatsächlich auch, das kann ich auch mal sagen, also was mich von Anfang an voll begeistert hat, ist, wie hier die ganze wundervolle deutsche Twitch-Community halt einfach voll am Start war. Also du ja eben sehr und auch andere wie Bonjour zum Beispiel war voll dabei und so. Mhm. Und was alles für coole Koops jetzt schon möglich waren mit mehreren von den Rocket Beans auch und so. Ja. Hat mich einfach voll gefreut, das so zu sehen. Ich habe mich sehr, sehr willkommen geheißen gefühlt. Das war ganz, ganz fantastisch. Das ist sehr schön. Bei uns hat jetzt die ganze obere linke Ecke der Map. Ja, aber die Map ist noch sehr viel größer. Aber ja. Und wir haben uns jetzt hier durch dieses Gebiet durchgekämpft. Aber Expansion sollte jetzt schneller gehen als am Anfang. Also das ist auch so ein bisschen exponentielle Geschwindigkeit, die man dann auf sich nehmen kann. Mit mehr Armeen kommt mehr Macht. Absolut. Ist in dem Spiel, es ist ja in vielen von diesen Global-Strategiespielen so, dass wenn du die Schwierigkeit hochschraubst, dann cheatet die KI halt mehr und was das vor allem bewirkt, ist, dass der Anfang schwieriger wird. Aber es zögert eigentlich immer nur diesen Snowball-Moment raus, ab dem du dann trotzdem alles ausrastest. Ja, wenn du es gut machst, so. Wobei man auch sagen muss, dass wir immer noch hier Fraktionen haben, die jetzt um ein Vielfaches stärker sind als wir. Das stimmt. Also das die stimmt. Hochelfen ja, werden auch nochmal eine eigene Herausforderung werden. Ja, easy. Geil. Die kriegen wir jetzt gerade noch entspannt weg. Ohne jegliche Schwierigkeiten. Das war gut und wichtig. Und dann müssen wir wieder darüber wegen den Beastmen. Die machen mir echt Sorgen. Ich habe gerade ein bisschen Flashbacks, weil ich doch am Anfang die ganze Zeit so einen Beastman in meinem Gebiet rumlungern hatte. Die sollten nicht schweben, das ist nur schon das Wasser, das Nestle abgepumpt hat. Wow, jetzt der Chat steigt gut ein. Ich liebe diesen Stream, ich liebe diesen Chat, ich liebe alles daran, es ist einfach schön. Es ist einfach, es wird immer noch eins draufgesetzt. Ja, es wird immer schlimmer, bei mir ist es auch gerade politisch, ich soll ihm mit Sanktionen drohen. Ja, das wird bestimmt was bewirken, das stimmt. Wir zahlen eure Ölpreise nicht. Ja, absolut. Ich bin die Wüstenfraktion. Ich habe doch hoffentlich auch genug Öl selbst. Ja, ich hoffe es. Aber dann müsstest du auch ultra reich sein eigentlich. Und eigentlich einfach schon. Den Rest aufkaufen einfach. Ich meine, bei den Gruftkönigen, die sind ja insofern halt, also sind insofern reich, dass sie halt endlos Truppen haben. Witzigerweise verdienen sie aber gar nicht so viel Geld. Eben absurd. Weil sie halt ein bisschen weird bei denen. Ich bin gar nicht so reich. Ja, glaubt mir nicht, dass ich das schaffe. Wow. Ja, aber wir schaffen das. Ey, wir schaffen das sowas von. Aber sie bewegen sich, guck mal. Das funktioniert. Ja, weil die dumme Tiere sind, die halt einfach auf alles reinfallen, weil sie
einfach nicht die Intelligenz besitzen in ihren Bestienhirnen, um auf so eine clevere Strategie eine Antwort zu finden. So clever fühlt sich meine Strategie noch nicht an. Noch sind sie nicht da. Die ist super clever. Ich meine, verglichen mit einem Beastman ist ja alles clever. Und jetzt haben wir angegriffen. Na, bewegt ihr euch jetzt her? Ich will in diesem Wald wirklich nicht kämpfen. Nee, ich auch nicht. Das wäre... Also das ist ja wirklich Teutoburger Wald hier, ne? Also das wäre wirklich das Dümmste, was wir machen könnten. Jetzt hier eine Varusschlacht. Gegen diese Viecher. Also ich bin bereit, meine Armee so ein bisschen weiter hier sofort zu bewegen. Das ist okay. So, wo ist denn der? Kämpf hier mal. Das wird... Ach, das passt. Dem geht's da gut. Ja. Ja, der ist ein goldenes Blastrohr. Die können ihm gar nichts. Ja. So, mein Bastillion ist mir da für meinen Geschmack ein bisschen zu weit oben, aber der soll da ein bisschen unterstützen. Das passt dann schon. Das wird easy, glaube ich. Ja. Die zwei Bastillions da machen so viel. Wahrscheinlich lächerlich. Die sind so krass gut. Das habe ich vorher auch gemerkt, wie die einfach durchrasieren durch so kleinere, schwächere Einheiten. Oder auch durch mittelstarke Einheiten. Mhm. So einfach zack, zack. Und das Krasse ist halt, die sind auch im Nahkampf trotzdem noch so stark, ne? Ja. Das ist so das Wilde einfach. Ah, ich habe da hinten noch einen großen fetten Dino, den ich vergessen habe. Der steht auch hier vorne drin und rastet komplett aus. Und dabei sind meine Standardeinheiten, die ich gerade hier habe, alle noch voll mini. So, ich kann schon viel fettere Kroxigore und so bauen. Die noch viel, viel, also meine Dinos sind sick, aber alles drumherum ist noch so... Also die kleinen Einheiten sind alle noch relativ schwach im Verhältnis. Aber ich meine, du hast hier, finde ich, auch da die richtigen Prioritäten gesetzt. Du hast da das Geld erstmal direkt in die größeren Dinos investiert. Das ist ja auch was hier nur recht und angemessen ist für diese Fraktion. Und keine Ahnung, also wenn das so gespielt wird, dann ja. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber wir haben gewonnen. Jawohl. Und zwar, wie viele Einheiten wollten die mir töten? Holy shit, Mann. Echt etwas absurd, ja. Also es ist, fühlt sich schon wie, haben wir jetzt schon ein paar Mal das Thema, so ein bisschen Beschäftigungstherapie irgendwie an. Aber dann war das doch heute wieder eine richtig gute Runde, ne? Ja, mega gut. Wir sind das richtig weit gekommen. Das war die beste bislang. Wir haben jetzt wirklich mal richtig Fortschritt erzielt. Wir haben die Dunkelelfen platt gemacht. Wir haben eine gemeinsame Front geschaffen. Wir haben richtig auch mal Fortschritt im Tech-Tree, finde ich, beide gemacht. Wir haben jetzt beide mal ein bisschen auch coolere Einheiten am Start. Auf jeden Fall. Und wir haben sehr viel dumme Sprüche geklopft. Das muss man ja auch nochmal festhalten, was auch wichtig ist. Ey, ich hab so viel Dunkelelfen in meinem Leben gespielt, dass ich einfach so einen richtig tief sitzenden, instinktiven Hass gegen Hochelfen habe. Das wird auf jeden Fall spannend werden gegen die.